Heute treffe ich mich wieder mit Alex. Alex hatte vor rund einem Jahr seine dritte Haartransplantation. Und heute wollen wir uns mal gemeinsam anschauen, wie sein Ergebnis ist und wie es ihm in der Türkei ergangen ist. Bevor es losgeht, möchte ich euch aber noch ein paar Daten und Fakten mit an die Hand geben und auch gleichzeitig nochmal darauf hinweisen, dass das Video Teil der Kooperation mit Elite Hair Transplant ist. Die Daten und Fakten stammen aus dem Jahr 2019 und kommen von der ISHRS, der International Society of Hair Restoration Surgery. Im Jahr 2019 wurden insgesamt 736.000 Haartransplantationen durchgeführt. Das ist ein Anstieg von rund 192% von 2008 auf 2019, und von den 736.000 Patienten waren insgesamt 86% Männer und 14% Frauen. Die Daten und Fakten findet ihr auch unten in der Infobox. Ich verlinke euch das Dokument von der ISHRS unten in der Infobox nochmal. Und falls ihr euch grundsätzlich für eine Haartransplantation interessieren solltet, ich verlinke euch auch nochmal die kooperierende Klinik unten in der Infobox. Was ich mit den Daten und Fakten einfach nochmal belegen wollte, ist Folgendes. Die Nachfrage an Haartransplantationen ist so groß wie nie zuvor. Und mittlerweile wird das Thema auch salonfähig, gerade bei uns Männern. Und einen davon, der sich dafür unters Messer gelegt hat, nicht nur einmal, auch nicht nur zweimal, sondern tatsächlich dreimal, das ist Alex. Und das ist einer von den ganz Harten, und den besuchen wir heute und schauen uns jetzt mal sein Ergebnis an, wie das am Ende des Tages ausgefallen ist nach der dritten Haartransplantation. Noch ein paar Daten und Fakten zu Alex, falls ihr die Videos noch nicht gesehen habt mit Alex. Ich verlinke euch die selbstverständlich auch hier oben in den Infocards. Alex hatte 2008 seine erste Transplantation in der Türkei und war mit dem Ergebnis gar nicht zufrieden. Und aufgrund seiner Unzufriedenheit hat er sich dann dazu entschlossen, 2012 nochmal eine Transplantation zu machen. Allerdings in Deutschland, und war mit dem Ergebnis ebenfalls absolut nicht zufrieden. Und dann kam der Korte um die Ecke mit Elite Hair Transplant, und dann hat er sich dazu entschlossen, die dritte Transplantation zu machen. Und jetzt schauen wir uns mal an, ob das wirklich eine gute Idee war. Alex, hey. Hi, wie sieht's aus bei dir? Alles gut? Hä? Läuft. Alles bei dir. Schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Ja gut, dann lass mal noch eine Runde gehen und ein bisschen quatschen. Auf ja geht's. Klar, komm. Alex, ich habe es eben angekündigt, du hattest zwei Transplantationen, die richtig misslungen sind. Warum entscheidet man sich dann nochmal, eine dritte zu machen? Das musst du mir nochmal erklären. Ja, man ist einfach nicht zufrieden. Man verliert halt mit den Jahren sowieso halt Haare, ne? Und man hat einfach nicht das Ergebnis gehabt, was man sich einfach gewünscht hat. Viel Geld ausgegeben. Ja, und Technik geht ja auch so ein bisschen mit, und man kriegt auch mit, auch durch dich, dass auch andere Möglichkeiten da sind. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, nochmal die dritte zu machen. Wir waren zusammen in Istanbul. Für dich war das erste Mal in Istanbul. Wie hast du die Stadt erlebt? Ja, man hat so ein bisschen Respekt erstmal davor, ne? So eine große Stadt, was haben wir gesagt? 20 Millionen, glaube ich, ne? Ja, wie kommt man das an? Aber es fing ja schon, wo wir in Düsseldorf waren und geflogen sind, ne? Alles vom Feinsten angekommen, in der Corona-Phase dann auch noch, ne? Empfangen, also du kannst dich da einfach nicht verlaufen. So zum Hotel gebracht, zur Klinik gebracht, also alles vom Feinsten. Und danach auch Sehenswürdigkeiten. Einen halben Tag waren wir noch mit dir unterwegs, Sehenswürdigkeiten angeschaut, was man sonst auch noch nicht sieht. So, also alles in allem top, ja. Und wie war es für dich von den Transplantationen her, also von der Transplantation an sich, von der OP, wie ist die für dich verlaufen? War das entspannt oder war das nicht so entspannt? Ja, entspannt jetzt, ich würde es übertreiben, das ist jetzt entspannt. Das ist jetzt, ja. Man hat sowieso gewisse Anspannung. So, das waren, glaube ich, 10 oder 11 Stunden, die ich ja da jetzt auf dem Tisch verbracht habe. Also, aber man hat da Essen gekriegt, man hat Getränke gekriegt. Wenn man irgendwelche Fragen hatte, kam der Übersetzer, wurde übersetzt. Dr. Balvi kam immer vorbei, ne? Also vom Ganzen optimal, ne? Wie war für dich der Service vor Ort? Du hattest davor eine Transplantation in der Türkei vor rund 12 Jahren und dann noch mal eine in Deutschland vor rund 10 Jahren. Hat sich da was für dich geändert von der Technik her an sich? Ja, erstens hatte ich ja diese HDI-Methode, ne? Ja. Da hatte ich FOE-Methode vorher. So, aber du siehst einfach, dass die in Istanbul darauf ausgerichtet sind, ne? Auch wie die Klinik aussieht, die Leute sind da wirklich, es geht nur um die Haare da, ne? Ja, es ist verrückt, man kann sich das gar nicht vorstellen. Man kann erzählen so viel, aber wenn man das sieht, dann denkt man, okay, also was, Türken machen können und ja, dann Haare. Ne? Wie ist denn der Heilungsprozess so verlaufen? Also wir haben das letzte Interview gedreht, da waren wir noch in der Türkei, kurz nach der OP. Wie war der Heilungsprozess anschließend? Also die Kruste habe ich so nach ca. 10 bis 11 Tagen verliert man die Kruste. Ne? Ja. Einige Haare sind geblieben, die meisten fallen dann noch aus. Ne? Ja. So, man hat dann knapp, ich glaube nach 2 Wochen,
merkt das auch keiner mehr. Ne? Also ist wirklich auch die Kopfhaut erholt sich dann auch. Ja, und die schlimmste Zeit kommt dann so nach 3,5 Monaten, wenn man denkt, boah, kommen die Haare noch, kommen die nicht. Ne? Hattest du Bedenken, dass das? Ja, auf jeden Fall. Ne? Also, ja? Da machst du dich wirklich verrückt. Ne? Guckst du, wie viele auch sagen, mal guck dann jeden Tag in den Spiegel, ist dann noch das Haar gekommen oder ist das Haar nicht gekommen? Also, aber dann hat man so die 4 bis 6 Wochen, 3,5 bis 5 Monate und danach siehst du wirklich von Woche zu Woche wird es immer mehr. Man kann die Haare immer mehr stylen. Und ich sag mal, jetzt sind das knapp 11 Monate her. Ja. Jetzt sage ich auch, das ist das Endergebnis jetzt. Kann man so ungefähr sagen, wie happy bist du denn mit dem Endergebnis, wenn man das von der Skala von 1 bis 10 bewerten könnte? Einfach jetzt raus. Ohne zu übertreiben, ich habe dir das auch schon gesagt, also ich bin froh, dass ich das gemacht habe, es ist wirklich 10. Also ich hätte nicht, ich hätte wirklich mit allem gerechnet, aber nicht mit diesem Ergebnis. Okay, also du bist happy. Ja. Hat sich für dich persönlich auch was geändert an deinem Lebensgefühl? Ja, also das, was mir jetzt einfach gefällt, morgens stehst du auf, okay, du kannst deine Haare stylen. Das ist ja dann hast du, oh, okay, das Haar liegt nicht so, wie du dir das vorstellst. Und vorher hast du, warst du irgendwie, okay, guck mal, ob da noch Haare vorhanden sind, ne, ob du die dann noch irgendwie stylen kannst. Und jetzt wirklich, dann hast du da mal Wachs, also es ist wirklich schon ein ganz anderes Gefühl. Also ich habe mit allem gerechnet, aber jetzt nicht mit diesem Ergebnis, wo ich wirklich von vielen positive Rückmeldung kriege. Ich meine, viele kennen das auch gar nicht, haben das auch gar nicht gemerkt, dass ich das auch hatte. Ich meine, die Familie, Freunde kennen das. Man geht auch offen damit um. Mhm. Aber wenn man einige dann 2, 3 Monate nicht gesehen hat, ich hatte jetzt vorgestern so ein Beispiel, wo ich gesagt, boah, was ist mit den Haaren passiert? Ne? Ja, du. Ja, das blenden wir an dieser Stelle auch mal ein. Also ich bin mir sicher, dass man den Vorher-Nachher-Vergleich definitiv erkennen wird. Abschließend, was würdest du Leuten mit auf den Weg geben, die vielleicht gerade auch überlegen, ob sie so eine Transplantation machen sollen oder nicht? Mach das. Also macht das, macht euch wirklich gar keine Sorgen. Es läuft wirklich reibungslos. Es fängt wirklich beim Arzt an, bei den Leuten, die da arbeiten. Also ich hätte jetzt im Nachhinein, wenn ich jetzt die erste hätte, würde ich auch noch die zweite oder die dritte dort machen. Ja, es ist einfach so. Das ist meine Meinung und ja, macht das. Alex, perfekt. Ganz lieben Dank. Nicht dafür. Danke dir, dass es geklappt hat. Gerne. Danke an Elite Hair Transplant, dass sie das Ganze möglich gemacht haben. Und falls ihr euch interessiert für eine Transplantation, wie gesagt, Links zu den Daten und Fakten als auch zu Elite Hair Transplant findet ihr unten in der Infobox. Schaut euch abschließend auch nochmal folgende Vorher-Nachher-Ergebnisse an. Das sind Patienten, die ebenfalls wie Alex eine Haartransplantation bei Elite Hair Transplant hatten. Und die Ergebnisse sind wirklich phänomenal. Ich möchte jetzt niemanden in den Himmel loben oder niemanden sagen, hey, du musst auf jeden Fall dort oder dort deine Haartransplantation durchführen. Was ich einfach hiermit nochmal unterstreichen möchte. Die Technik bei Haartransplantation hat sich in den letzten Jahren einfach mega entwickelt. Und wenn du ein Problem mit deinen Haaren hast, dann denk dieses Thema nicht tot, sondern komm ins Handeln. Und wenn eine Transplantation die Lösung für dein Problem ist, dann mach es einfach. Denk nicht lange nach, sondern komm ins Handeln. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen da draußen ein wundervolles Leben mit vollen Haaren.